Hallöchen zusammen. Es ist mal wieder Zeit für die wöchentliche Maniküre. Dieses Mal ist das Thema Kaleidoskop und ich benutze dafür die folgenden Produkte. Zuerst den Basecoat Essie, wie immer, Help Me Grow. Habe ich schon eine Schicht auf den Nägeln. Nägel sind auch schon gefeilt. Danach gibt's, nee, nicht danach, ist Quatsch. Zwischendurch gibt es dann den Topcoat von Sally Hansen Insta-Dry. Die Base Color heute ist von Essie und zwar Trophy Wife. Das ist dieses tolle, dunkle Grün mit so einem Schimmer. Also richtig schöne, dunkle Farbe. Eigentlich schon eine Herbstfarbe, aber kann man natürlich auch im Sommer nehmen. Aber der Schimmer ist noch nicht genug, deshalb machen wir dann da noch so eine Schicht von diesem Holo-Effekt-Polish von Essence drüber. Gestempelt wird heute mit Hit the Bottle in Tangerine Scream. Das ist so ein schimmerndes Orange. Jo, ansonsten brauchen wir noch einen Stempel, einen Scraper. Ich habe hier wieder den Mojo Rectangular, diesen Marshmallow, der ist einfach super schön für so diese Designs. Und zwar habe ich die Mojo London Kaleidoskop Nummer 09. Da sind also Full Size und so Halb Size Motive drauf, also für den vollen Nagel und was man dann halt so nur auf die Hälfte machen kann oder halt eben je nachdem, wenn man nur kurze Nägel hat, dann passt das auch. Und dieser viereckige Stempel, der ist einfach schön bequem. Da kriegt man nicht so viel von den anderen Motiven mit drauf. Ja, und ist einfach einfacher zum Saubermachen hinterher. So, also das ist die Platte. Ich werde verschiedene Muster davon benutzen. Daumen und Ringfinger werde ich ein großes Motiv nehmen und die anderen Finger ein entsprechend kleineres Motiv. Platte habe ich schon eine Weile, habe sie aber jetzt für eine Maniküre noch gar nicht benutzt und ja, wird so langsam halt mal Zeit. Was haben wir noch? Ja, Clean-up mache ich hier mit dem Tesa direkt nach dem Stempeln. Einfach so rund um den Nagel mit Tesa gehen. Das funktioniert meistens super und wenn man dann noch ein bisschen was hat, dann kann man immer noch hier diesen so Nail Correction Pen, also das ist so ein ja, so ein Pen halt mit Nagellackentferner drin, gibt es beim DM für ein paar Euro, ist wirklich, das heißt ein paar Euro, 2 Euro irgendwas, ist also nicht teuer. Hat auch immer hier so mehrere Spitzen drin, hält mir immer so ein paar Wochen lang, so 1-2 Monate schon. Und ja, ist einfach praktisch, braucht man keinen Pinsel oder so. So, das ist alles, was wir so noch brauchen. Und dann würde ich sagen, ich fange mal an, meine Nägel zu lackieren. Das werde ich nicht alles filmen, weil es ist ja ein bisschen langweilig. Ich sehe euch dann wieder zum Stempeln. Bis gleich. So, ich habe jetzt eine Schicht von dem Essie Trophy Wife aufgetragen. Und super, das reicht schon. Da brauche ich gar keine 2 Schichten. Wie ihr sehen könnt, ist das vollkommen deckend. Das heißt, das nächste, was jetzt ansteht, ist hier der Effektlack und dann ein Topcoat, weil der Effektlack ist schon ein bisschen kriselig. Dann braucht man halt eben, oder ist ein Topcoat einfach besser, damit das hinterher beim Stempeln dann schön glatt ist alles. Was ihr auch sehen könnt, hier meine super duper überschick Matte, die ich ja von meinem lieben Mann bekommen habe. Die benutze ich auch, um hier Sachen auszutesten und hier habe ich jetzt so verschiedene Kombinationen mit Stempel und Hintergrund ausprobiert und habe mich dann halt eben dazu entschieden, heute hier mit dem Trophy Wife Hintergrund und mit dem Tangerine Scream zu stempeln. Ich wollte erst zweifarbig stempeln, aber das kommt nicht so gut rüber und auch nicht bei den Mustern und deshalb mache ich jetzt halt das dann einfarbig. Okay, ich mache jetzt das hier mit dem Polo Polish und danach sehen wir uns wieder zum Stempeln. So, hier bin ich wieder.
Ich habe jetzt den Holo Polish und den Topcoat drauf. Sieht also wirklich sehr schön aus. Hier kann man es auch so sehen im Licht. Wirklich eine tolle Farbe, dieses Trophy Vive, und der Holo Coat macht das Ganze natürlich noch mal einen Tick besser. Und wir fangen jetzt dann an mit dem Stempeln. Wie immer werde ich das schneller laufen lassen, das Video. So, ihr könnt euch was zu trinken holen, entspannen und mir beim Stempeln zugucken. Ihr habt es gesehen, alles gestempelt. Ich habe heute ein bisschen Probleme auf der einen Hand, auf der rechten Hand hier, beim Daumen. Irgendwie hat der Topcoat nicht gescheit getrocknet. Man musste ich zweimal neu machen. Keine Ahnung warum. Passiert ab und zu mal. Wie auch immer, so gefällt es mir ganz gut. Ist recht hübsch geworden mit den Farben. Muster kann man schön erkennen. Der holographische Effekt ist auch schön da. Ich finde es hübsch, ich hoffe, es gefällt euch auch. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet oder falls ihr noch nicht subscribed habt, dann bitte auch den Knopf drücken, dann seht ihr alle künftigen Videos von mir. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tada!